Was wir derzeit erleben, ist schon ein Stück weit erstaunlich. Wir erleben eine Art Selbstdemontage einer Weltmacht, nämlich der USA, in Zeitlupe. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Wir haben einen US-Präsidenten, der glaubte, die Probleme dieses Landes mit einer Medizin kurieren zu können, die sich vor knapp 100 Jahren schon als sehr, sehr giftig und kontraproduktiv herausgestellt hat. Der glaubt, dass man damit dann die Industriearbeitsplätze wieder herstellen kann, die deswegen weggegangen sind aus den USA, weil die Produktion eben zu teuer ist, weil die Amerikaner ein bisschen über ihre Verhältnisse leben und nur noch konsumieren statt zu produzieren und deshalb die Produktion dort zu teuer geworden ist und diese Produktion sich eben nach China verlagert hat. Damit beschleunigte Trump im Versuch nochmal diese Heilung zu erreichen, faktisch den relativen Niedergang der USA, das ist das eine. Und jetzt sind die Amerikaner noch dabei, ihre Stärke, ihre Speerspitze der Technologie zu demontieren, indem die großen Tech-Player sich Monopoluntersuchungen gefallen lassen müssen durch den US-Kongress. Und das hat gestern zu einem ziemlichen Massaker der Fang-Aktien geführt. Hier sehen wir, was da passiert ist. Eine Amazon, aber vor allem eine Facebook, eine Microsoft, sie alle schwerst unter Druck. Google natürlich. Und es wird schwierig für die Aktienmärkte, schwierig für die Wall Street, schwierig natürlich auch besonders für den Nasdaq, ohne die Fang-Aktien hier irgendetwas zu reißen. Deswegen sahen wir gestern den Nasdaq massiv unter Druck, deutlich im Minus. Schließend, auch wenn es zum Ende hin nochmal eine Erholung gab, während Dow Jones etc. sogar leicht im Plus waren. Aber die Fang-Aktien sind das Schwergewicht, die Fang-Aktien sind das, was Amerika letztendlich auszeichnet, indem man mit Microsoft die führende Betriebssystem-Software hat, indem man mit Google die führende Suchmaschine hat, indem man mit Amazon das führende Online-Einkaufsportal hat etc. Man könnte die Reihe beliebig fortsetzen und wenn man das zerschießt, dann tut man Ähnliches wie die Deutschen mit ihrer Autoindustrie kürzlich mit Dieselgate. Dann schwächt man etwas, was noch die Speerspitze, was noch die Stärke ist. Und wenn man sich die eigene Stärke noch, sich der eigenen Stärke noch beraubt, dann beschleunigt man eben den Niedergang. Wir sind jetzt in einer Situation, in der die Lage eigentlich nicht viel schlechter sein könnte. Wir haben massiv abfallende Konjunkturdaten, inzwischen auch in den USA. Wir haben den Handelskrieg, der völlig eskaliert, ohne jede Perspektive einer Lösung. Jetzt hat kürzlich die USA haben gesagt, das, was China hier an Darstellung gegeben hat über den Handelskrieg, warum die Gespräche gescheitert sind, das stimmt doch gar nicht, da sind wir enttäuscht darüber. Also jetzt beginnt das mit dem Finger auf den anderen zeigen. Du hast gesagt, nein, du hast das gesagt, nein, ich habe das gesagt. Das wird also jetzt eine schwierige Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es eben nur einen Rettungsanker und auf den spekulieren die Märkte und das ist die Hoffnung auf eine Zinssenkung. Und die wird sich heute vielleicht schon ein bisschen konkretisieren, denn wir haben die Rede von Jerome Powell heute um 15.45 Uhr. Da werden die Märkte mit Argusaugen hinschauen. Gestern hat James Bullard, der stimmberechtigt ist in der Fed, aber das doofeste Spektrum innerhalb der Notenbank verkörpert, gesagt, ja, vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir so langsam was machen, wenn die Situation mit dem Handelskrieg sich verschlechtert. Die Märkte gehen davon aus, dass im Juli schon eine Zinssenkung stattfinden wird. Man rechnet zwischen 2 und 3 Zinssenkungen in 2019 noch bei der Fed. Heute Nacht hat die Royal Bank of Australia die Zinsen gesenkt auf 1,25%. Also der Trend geht hin zu Zinssenkungen und das ist vielleicht der Rettungsanker, den die Aktienmärkte in einer ziemlich desaströsen Lage mit Handelskrieg, mit Protektionismus, mit abnehmenden Konjunkturdaten überhaupt noch haben, ist eben diese Hoffnung. Und diese Hoffnung könnte tragen, denn das Sentiment ist relativ miserabel. Schauen wir uns mal hier diese Grafik an. Wir sehen schon teilweise, kommen wir jetzt in diese Zone des extremen Pessimismus. Hier hätten wir allerdings noch einen Stück Wege zu gehen. Es gibt hier Phasen des extremen Optimismus, Phasen des extremen Pessimismus. Wir sehen hier, dass wir jetzt dabei sind, von der neutralen Zone in die
stark pessimistische Zone einzutauchen. Die Geschichte zeigt, dass Aktien meistens dann besonders gut laufen, wenn man genau hier andersrum unterwegs ist, nämlich vom extremen Pessimismus wieder in die neutrale Zone eindringt, dann laufen Aktien am besten. Wir sehen das vor allem die Retail-Investoren, also das sogenannte Dump Money, das dumme Geld, hier deutlich euphorisch war hier dieser gelbe Graph, dann jetzt deutlich pessimistischer geworden ist, während das Smart Money Confidence, also das Vertrauen, die Zuversicht des Smart Moneys deutlich nach oben gegangen ist, noch keinen wirklich großen Wert erreicht hat, aber das Smart Money war vorher pessimistisch, wird jetzt optimistischer, anders eben das Dump Money. Wir haben auf der anderen Seite, und das hatte ich gestern schon gezeigt, eine massive Divergenz zwischen Optimismus in Sachen weiter steigenden Anleihekursen, mithin also fallenden Renditen, Stan Druckenmiller, einer der ganz großen Geiße der Hedgefondsbranche, mit George Soros eins der zusammenarbeitend, hat gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass die zweijährige US-Staatsanleihe in Richtung 0% rentieren wird. Wir haben gestern und vorgestern den größten Anstieg der Kurse gesehen, Zweitagesanstieg der Kurse seit der Finanzkrise. Also das ist ein riesiger Trend. Wir haben gestern fallende Renditen gesehen, wir haben einen steigenden Goldpreis gesehen, apropos steigender Goldpreis. Da würde ich Ihnen gerne diese Grafik hier zeigen. Wir haben nämlich die Situation, dass wir jetzt sehen, dass auf der einen Seite Öl fällt, während die Metalle wie Gold vor allem deutlich steigen. Dieses Muster hatten wir nur dreimal, nämlich im Jahr 2000, kommt uns bekannt vor, New Economy Bubble, dann 2008. 2008 war, glaube ich, irgendetwas mit dem Namen Finanzkrise, und jetzt haben wir es wieder, also eine Situation, die normalerweise nur in Krisensituationen auftaucht. Also es ist jetzt ein relativ fragiles Gebilde und es muss Jerome Powell retten. Heute 15:45 Uhr, heute um 11 Uhr auch noch die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Schauen wir uns an, nachdem ich die Grafiken alle gezeigt habe, schauen wir uns an, das wollte ich Ihnen noch zeigen, dass Geld vor allem aus Aktienmärkten abgeflossen ist, massiv abgeflossen, geht jetzt mehr rein in Anleihen, dieser mittlere Chart, und vor allem in MM, das sind Money Market Funds, also Geldmarktfonds, also auch hier eine Flucht in die Sicherheit. Was macht das mit die Charts? Schauen wir uns an, wo der S&P 500 steht bei 2751. Wie gesagt, gestern Gap nach unten, dann Seitwärtsgeschiebe, nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Intraday schon, aber in der Summe hat sich dann nicht viel verändert. Wir sehen den Dow Jones, der sich gestern gut gehalten hat, trotz Boeing-negativen Schlagzeilen. Wir sehen den Nasdaq, der sich gestern nicht gut gehalten hat, der auf die Mütze bekommen hat. Wir sehen, dass der Euro ohne sich weiter stabilisieren kann, weiter steigen kann, 1,1248. Wir sehen, dass Gold deutlich nach oben gegangen ist, aktuell bei 1.323, und wir haben eben Öl, das bei 53,07 hantiert, also Schwäche im Ölpreis, Aussorge für Rezession, das ist sozusagen jetzt das große Thema. Wir steuern massiv auf eine globale Rezession hin. Die Frage ist nur, kann Jerome Powell das aufhalten? Ist die Fed bereit, hier einzugreifen, nachdem sie sozusagen schwer kritisiert wurde von Trump und jetzt im Grunde die Fehler von Trump ausbügeln muss, vor allem die Fehler von Trump mit seiner protektionistischen Politik, die eben diesen Abschwung maßgeblich mit herbeiführen wird, und ob die Bereitschaft da ist, das wird sich zeigen. So oder so, die Amerikaner demontieren sich derzeit mit ihrer Politik selbst, greifen jetzt sozusagen ihre Kronjuwelen mit den Fangwerten an, und das könnte noch bedeuten, dass wir ein bisschen Schmerz vor uns haben, wenn der Schmerz so groß ist für Trump in Sachen Handelskrieg mit China, wie auch für die Fed in Sachen Aktienabverkauf, dann könnte das ein Kaufsignal sein, aber dazu braucht es noch was, da ist wohl noch ein Weg bis dahin, und ich wünsche jetzt das Allerbeste für heute. Bis dann, ciao.